Gute und herzlich willkommen zum Mispeln. Kennt ihr die Dinger doch? Ich hab's sie vorher nicht gekannt. Das ist die Mispel aus Kalossa. Ich hab's so ein bisschen nachgelesen, aber ich kann das gar nicht genau rauslesen. Ist das jetzt die japanische Wollmispel oder ist das irgendeine Mispelart? Auf jeden Fall ist es nicht die deutsche Mispel, weil die sieht ein bisschen anders aus. Ich kannte die Dinger vorher nicht. Ist noch gar nicht so lange her. Da hat mir eine Zuschauerin, die Wiebke, Samen von deiner Kelle zugeschickt, ob ich das zum Keimen bringe. Hat nicht geklappt, aber die Wiebke hatte die vorher in der Gefriertruhe liegen zum Stratifizieren. Weiß ich überhaupt nicht, ob das bei so einem Gewächs, das eigentlich ursprünglich aus Japan oder Südostasien oder irgendwo da aus der Ecke herkommt, ob das da überhaupt notwendig ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat mich das interessiert. Ich bin der Sache nachgegangen, habe die Dinger zufällig im Supermarkt in der Gemüseabteilung gesehen und da habe ich gedacht, ich muss so eine Schachtel mit, weil du willst das ja auch mal probieren. Ich muss alles immer probieren. Und da jetzt Mittag ist, werde ich die gleich mal reinschieben. So, ich weiß gar nicht, wer die Dinger ist. Ich habe die so vorsichtig immer eingeschnitten mit dem Messer, um die Kerne nicht kaputt zu machen. Dann kann man die eigentlich so aufdrehen und dann sieht man auch schon die Kerne innen drin. Das sind meistens 3 Stück. 1, 2. Okay, da sind es nur 2. Schaut aber auch schon mit 3. Und wenn man das Zeug da innen drin rausholen will, wird man das am besten noch einmal zu so einem Viertel schneiden. Dann kann man das auch wie bei so einem Apfel da innen ein bisschen den Kernschlotz da rausholen. Und dann ein Gude. Sagenhaft. Im ersten Moment sind die Dinger so richtig sauer, aber dann auch doch irgendwie süß. Also ich kann es gar nicht beschreiben. Süß-sauer. Echt lecker, ey. Also die werden jetzt so im spanischen Raum noch in Kalossa angebaut, oder in der Nähe von Kalossa, die wurde akribisch geschützt, dass sie bloß quasi die aus der Region Kalossa da kommen, so genannt werden. Und was ich auch noch gelesen habe, die schwarze Flecke aus, beziehungsweise die braune Flecke, das bedeutet nicht, dass das irgendwie schlecht oder scheiße ist. Ganz im Gegenteil, es steht sogar für die Qualität und die Süße der Frische. Geil. So. Ich muss sagen, ist mir da eigentlich die Schale mit. Ich sehe gerade, man kennt sie auch schälen, wenn man so. Also wer die Schale nicht mag, geht richtig gut abzuschälen. Aber ich habe die bis jetzt eigentlich immer mit Schale gegessen. Mir macht das nichts. Kann ja einen Apfel mit Schale essen, ne? Ist immer das, schmeckt das immer die Claire, wenn die bei der Oma ist und dann wieder kommt, will sie immer den Apfel geschält haben. Aber bei uns werden die Äpfel geschält. So. Also die Dinger sind echt lecker, ey. Wenn ihr die mal irgendwo seht, nehmt euch auf jeden Fall mal eine Schachtel mit. Oder wenn es eine Ähnchen gibt, eine zum Probieren. So. Jetzt habe ich aber genug rumgefuttert. Ich gehe die Dinger mal schnell abwäschen und dann geht es weiter. So, da sind die Dinger wieder. Zack. Und ich habe natürlich auch schon den Hämepack gefuttert. Die habe ich auch noch mitgenommen. So. So, und wie bringe ich die Dinger jetzt zum Keimen? Wie gesagt, die von der Wiebke im Substrat, das hat nicht funktioniert. Deswegen Wundermittel Spagnummoos. Ich nehme so einen Zipperbeutel, die hatte ich noch von der Feige überrichtet, da war mal die Dotator drin. Mache ich da so ein bisschen Spagnummoos neu, das hält die Feuchtigkeit und es sorgt aber auch dafür, dass es nicht schimmelt. Also das Spagnummoos, das ist echt mega geile Sache. So, das langt als Keimbeutel. Jetzt lege ich einfach die Kerne durch rein. Machen das so ein bisschen Moos oben drauf. So sieht es dann aus. Drückt die Luft einigermaßen raus.
mach das Ding zu und leg's in meinen Grow-Schrank bei, was war's da drin, 23 Grad. Und dann gucken wir mal. So, ein paar Wochen sind wieder rum. Ich habe jetzt da mein Päckchen mit dem Sphagnummoos und der Samen drin. Und ich habe selber nicht neu geguckt. Das mache ich jetzt mit echt zusammen. Ob da schon was passiert ist. Aber ich sehe schon außer, dass da ziemlich viel gekeimt ist. Man kann auch außer schon gut erkennen, dass die Dinger gekeimt haben. Machen wir mal vorsichtig auf und holen das ganze Gelächer mal raus. Vorsichtig rausholen. Guck da nach. Ja, voll geil. Fast alles gekeimt. Ich mache mir jetzt mal ein paar Teppel mit Erde voll und dann werden die neu gestoppt. Guck mal, die sieht heiß aus. Wie so ein Zeck, der die Fiste Fuß streckt. Guck da noch, wirklich jede gekeimt. Alle, die ich neu habe, sind aufgegangen. Da habe ich jetzt 12 Vierkanttöpfchen mit ein bisschen Substrat voll gemacht. All die Ortzuchterde und ein bisschen Komposterde mit Perlit gemischt. So Pi mal Daumen. Schei locker flockig. Dann nehme ich mir dann so einen Kell und legt den einfach flach in die Erde und bedeckt es einfach so ganz locker flockig mit ein bisschen Substrat. Ich denke, dass das so reicht. Und das mache ich jetzt mit der restlichen anderen Elfe auch. Ich lege die dann schon so hier, dass die Wurzel nicht unbedingt gleich nach oben steht. Ah ja, die wird schon ihren Weg finden, ne? Aber geil, dass die Dinger alle gekeimt haben. Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht. Wirklich jede. Super. Da gibt's Mispeln. Bin mal gespannt, ob die Arborade dann auch bei mir wachsen. Ich habe jetzt genug Platz. Ich werde es dann drin überwintern. Auf jeden Fall am Anfang. Oh, die hat gut gewachsen. Oh, Alter, das wird geil. Das wird geil. Das Ganze gieße ich jetzt noch vorsichtig an. Dass die Wurzel auch gut Kontakt zum Substrat bekommt. Ja, geil, ey, dass alle gekeimt sind. Ey. Ich verbrehe mich doch immer mit so einem Schulbuch. So. Sind natürlich wie immer Töpfchen mit Löcher ohne, dass die Brie raus kann. Also, das sollte nicht in die Soße stellen. So. Ja, du lebst auch teilweise jetzt schon ohne raus. Die stelle ich jetzt absonnig, aber nicht mehr in den Grow-Schrank. Also, ich lasse das zu Hause stellen, aber absonnig. Und wir sehen uns wieder, wenn sie den Schnabel aus der Erde raushängen. Jetzt sind wieder ein paar Monate rum. Ist jetzt Mitte August. Meine Mispeln, da stehen sie. Sind fast alle, bis auf zwei oder drei, alle rausgewachsen. Die einen ein bisschen besser, die anderen ein bisschen schlechter. Also wenn ihr da guckt, die haben am Anfang ein bisschen geschwächelt. Die sind immer so 1-2 cm rausgewachsen, dann ist der Trieb wieder abgefault. Du kennst das ganz gut sehen. Bei denen, die geschwächelt haben, die sind immer so 1-2 cm rausgewachsen. Dann ist der Trieb irgendwie abgeschimmelt. Und dann war er wieder weg. Noch und noch habe die aber auch wieder neu ausgetrieben. Und wenn er jetzt so da guckt, habe ich überall kleine kräftige Pflänzchen. Ja, wie gehe ich jetzt weiter vor mit einer Kelle? Ich werde jetzt, trotz dass August ist, noch einmal die vier stärksten von meinen gezogenen Pflänzchen umpflanzen. Und natürlich werden die dieses Jahr dann bei mir frostfrei überwintert. Und nächstes Jahr dann ausgepflanzt, größerer Topf. Ich weiß es noch nicht. Aber jetzt suche ich erstmal die vier stärksten raus. So, stellen wir da die vier, drei da nebeneinander und holen den mal raus, um zu gucken, wie die Wurzel sich entwickelt hat. Also, ihr könnt sehen, die Wurzeln sind außer am Töpfchen angekommen und auch da ohne gucken kleinerweise Wurzeln raus. Also, das pflanze ich jetzt einfach mal um. Was mich jetzt interessiert, ist, sind das zwei Pflanzen? Nee, also, wenn ihr da reinguckt, hänge die innen drin zusammen, also das ist eine Pflanze, da werde ich eins abzwicken. Ja, ich nehme jetzt so ein bisschen gräsere Palme oder Rosentopf oder was auch immer das ist. Auf jeden Fall ist der heller wie Breda, dass ich die Wurzeln noch ohne gut entwickeln kann. Als Substrat nehme ich torffreie Pflanzerde mit ein bisschen Perlit gemischt. Mache die ganz einfach in mein Töpfel da rein. Dann hebe ich immer mal mein Pflanzball da neu, da kann noch ein bisschen neu gesetzt. Mach das einfach außenrum voll, was so grob krümelig ist, das mache ich noch ein bisschen klein. Schüttel das so ein bisschen, drückst zum Stamm hier fest. So, das war's schon. So. Und das
war's schon. Da stehen jetzt mal ungepflanzte. Ich werde jetzt da die doppelte, die schwächer sind, rausschneiden. Zack. Was ist mit dir? Hm? Jetzt werden die Dinger natürlich noch angegossen. Das ist natürlich wie immer wieder wichtig, dass die Wurzel noch mal gescheit mit Erde umspült wird und die Dinger gescheit und kräftig wachsen können, dass da quasi Kohlräume im Erdtöpfchen sind. Das war's. Gar nicht so schwierig gewesen. Japanische Wollmispel, Mispel aus Kalossa, Loquat oder wie man die Dinger immer nennen mag, aus Kenner zu ziehen aus dem Supermarkt, war überhaupt kein Problem. Also wer das mit dem Keime im Moos nicht ausprobiert hat, probiert es doch einfach mal aus. Oder wie macht ihr sowas? Schreibt mal es doch unten in die Kommentare. Das war's jetzt für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Wenn ja, würde ich mich wie immer über das Däumchen noch oben freuen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du das gerne machen. Drückt auf die Glocke, verpasst da in Zukunft nichts von meinem Mist. In diesem Sinne, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ach ja, ob du jemals bei mir was drauf wächst? Also Früchte? Keine Ahnung. Aber Versuch macht klug.